Pressefreiheit ist für uns heute eine Selbstverständlichkeit und im Grundgesetz verankert. Sie schützt Journalisten vor Verfolgung und hat einen hohen Stellenwert, wie auch die Mannheimer finden. Wir sind eine Demokratie, also finde ich, gehört das irgendwo ein Stück weit dazu, Pressefreiheit. Ich halte sie für extrem wichtig und sie ist zurzeit von vielen Seiten bedroht. So selbstverständlich sie heute für die Arbeit der Journalisten, auch unsere hier bei RON ist, früher wurde die Arbeit der Presse reglementiert. Insbesondere während des Nationalsozialismus wurde freie Presse durch Propaganda ersetzt. Bücherverbrennung und die Verfolgung von Journalisten waren die Folge. Freie Berichterstattung, Fehlanzeige. Nach dem Zweiten Weltkrieg zogen die drei westlichen Besatzungsmächte daraus eine Lehre. In ihrem Auftrag verankerte der Parlamentarische Rat in Bonn 1949 die Pressefreiheit in Artikel 5 des Grundgesetzes der neu gegründeten Bundesrepublik. Dieses Privileg haben selbst heute nicht alle Journalisten auf der Welt. In Ländern wie der Türkei, Russland oder Nordkorea ist die Pressefreiheit bedroht. Kritische Journalisten werden verfolgt und verhaftet, nicht regimetreue Medien verboten. Die Pressefreiheit in Deutschland weiß man daher in der RON-Region zu schätzen. Also ich denke, wenn ich es mit anderen Ländern, gerade Türkei oder so Länder vergleiche, dann sind wir, glaube ich, in Deutschland schon relativ frei, was das angeht. Also ich bin der Meinung schon, dass wir sehr gut informiert sind hier in Deutschland. Wenn diese Aufgabe erfüllt wird von der Presse, dann kann man sich nur beglückwünschen, dass man eine freie Presse hat. Und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.